Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht schon im Hintergrund, heute sprechen wir über die eBay-Zahlungsabwicklung. Ich habe bereits letztes Jahr darüber ein Video gemacht. Dieses soll das aktuelle dazu sein, denn es hat sich seitdem einige Änderungen ergeben, die uns eBay verkündet hat. Wir schauen uns in diesem Video an, welche Gebühren uns als gewerbliche eBay-Verkäufer denn tatsächlich erwarten, welche Zahlungsmethoden wir als Verkäufer nun auch über eBay anbieten können und vieles, vieles mehr. Bleib bis zum Schluss dran, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Freunde, lasst uns über die neue Zahlungsabwicklung sprechen, die uns eBay hier verkündet hat. Im Grunde genommen gibt es die Umstellung schon seit letztem Jahr, denn auch ich wurde schon letztes Jahr als gewerblicher Verkäufer auf die neue Zahlungsabwicklung umgestellt. In diesem Video möchte ich nur über die Neuerungen sprechen, die uns hier eBay seit März dieses Jahres 2021 verkündet hat. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand sowie Tipps und Tricks, die dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen erleichtern. Gib dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Dann lass uns doch mal kurz auf die Zahlungsabwicklung eingehen und welche Änderungen es gab. Beginnen wir mal dazu, um kurz das Ganze für die das komplett neu ist, die Zahlungsabwicklung einmal klarzustellen. Was ist das denn? Ganz kurz gesagt ist es, eBay möchte hier alle Zahlungsmethoden, die wir früher als Verkäufer angeboten haben, wie zum Beispiel Überweisung, PayPal, von sich selbst managen und das Ganze uns, wie gesagt, dann als Verkaufserlöse auf unser Konto überweisen. Es sind einige Zahlungsmethoden dazugekommen, ich blende euch die mal eben ein. Und zwar sind es Kreditkarten, hauptsächlich alle Kreditkarten, die hier vertreten sind. Dann haben wir hier SEPA-Lastschrift, was wir anbieten können. Wir haben Apple Pay, wir haben Google Pay, was neu dazugekommen ist und viele Nutzer und Kunden, die das nutzen, natürlich animiert auch bei eBay zu kaufen. Das klassische PayPal, was es schon immer gab, und natürlich Klarna Sofortüberweisung, das ersetzt nun die normale Überweisung, die wir sonst anbieten konnten. So viel zu den Zahlungsmethoden. Es wird auch was dazukommen, und zwar am Dienstag dieser Woche war es so, dass eBay eine Live-Konferenz hatte, und zwar zu den Zahlungsmethoden. Und da haben die über die Zahlungsabwicklung gesprochen. Und es wird in naher Zukunft dazu kommen, dass wir auch noch Rechnungskauf und Ratenkauf vermutlich auch durch Klarna angeboten bekommen. Das wird natürlich das Ganze noch besser machen und attraktiver sowohl für Käufer als auch für Verkäufer, um auf dem Marktplatz eBay zu kaufen. So, dann schauen wir uns weiter an, was genau ändert sich denn nun? Und zwar war es bislang so, dass wir ganz normale eBay-Rechnungen bekommen haben mit allen Verkaufsgebühren, also die Verkaufsprovision, die wir an eBay bezahlen, sowie auch Shop-Abos, die Gebühren dazu, aber auch Zusatzoptionen und natürlich auch Tools, die wir nutzen, wie zum Beispiel auch Anzeigen. Jetzt ist es so, dass eBay diese ganzen Gebühren von unseren Verkaufserlösen abziehen möchte und uns dann die Differenzbeträge auf unser Konto auszahlt. Das heißt, wir kriegen nicht mehr dieses klassische Rechnungsformat, vielleicht noch April oder Mai, wie das eBay hier sagt, weil die Umstellung vielleicht ein bisschen länger dauert, aber danach soll das so sein, dass alle gewerblichen Verkäufer ihre Rechnungen bzw. ihre Verkaufserlöse abzüglich aller Gebühren bekommen. Und dann im Grunde genommen der reine Gewinn auf euer Konto fließt. So, schauen wir uns dann weiter mal an, was uns hier eBay als Vorteile dazu für die neue Zahlungsabwicklung gibt. Wir haben also Auswahl jetzt verschiedener Zahlungsmöglichkeiten für Kunden, die wir ja gerade gesehen haben. Dann die Bequemlichkeit für Verkäufer, das Ganze an einem Ort zu managen. Ich muss da ehrlich auch dazu sagen, zu den Gebühren ist es so, dass eBay erstmal, wie ich davon im letzten Jahr gesprochen habe,
die Transaktionsgebühr für die Zahlungsmethode von 2,29% gesprochen hat. Nun haben die das Ganze reduziert und haben das einfach in der Verkaufsprovision einkalkuliert. Denn früher haben wir auf die Standardkategorie 9% Verkaufsprovision gehabt. Jetzt haben die daraus 11 gemacht. Heißt also im Grunde genommen 2% für Transaktionsgebühren für den Zahlungsdienstleister. Das wird für die meisten natürlich ganz normal sein und vielleicht sogar günstiger, denn früher, wenn man unter 5.000 Euro Umsatz pro Monat hatte, da hat man bei PayPal, denn PayPal war früher die generelle Zahlungsmethode, die Käufer genutzt haben, und zwar hat man dann 2,49% bezahlt. Nun ist es so, dass man 2% zahlt. Für alle die etwas schlechter, die ja, über 50.000 Euro Umsatz im Monat hatten, die haben bessere Konditionen bei PayPal gehabt oder auch anderen Zahlungsdienstleistern. Nun ist es so, dass das für alle gleich ist. So, wenn du mehr zu Gebühren erfahren möchtest, aber auch zu Verkaufsgebühren und Transaktionsgebühren, dann blende ich dir hier oben ein Video an, kannst du dir auch gerne anschauen. Das habe ich vor kurzem erst gemacht. Schau es dir gerne an. So, optimierte Geschäftsabläufe, das heißt, wir bekommen jetzt Auszahlungen auf unser Bankkonto. Das Ganze geht ganz schnell. Und zwar, wir können uns das Ganze täglich machen, die Verkaufserlöse, oder wöchentlich. Dazu habe ich auch gleich einen Tipp für dich, wenn wir an dem Punkt angelangt sind. So wie auch Berichte, die wir uns, um das nachzuvollziehen, können wir uns die Berichte anschauen. Im Verkäufer Cockpit Pro unter Berichte kannst du das Ganze in verschiedenen Formaten dir abrufen und herunterladen, die auch für deine Buchhaltung wohl relevant sein werden. API-Integration haben wir hier die Möglichkeit, wen das interessiert, und Erstattungsbeträge. Das heißt, Erstattungen für Widerrufe oder so werden auch von den Verkaufserlösen abgezogen und werden nicht separat von unserem Konto eingezogen, wie das früher in den Rechnungen war. Und wenn es aber so ist, dass Erstattungen dann im Grunde genommen nicht die Verkaufserlöse decken können, weil du vielleicht mehr Erstattungen hast als verkauft hast, dann wird es immer noch so sein, dass deine Kreditkarte oder dein Bankkonto belastet wird. So. In dem Seminar, in dem Live-Webinar, was diese Woche am Dienstag war, haben die auch darüber gesprochen, dass Erstattungen maximal 90 Tage nach Verkauf erstattet werden können. Dann war es so, dass für eBay Plus Verkäufer oder Käufer es die Möglichkeit gab, wenn ein eBay Plus Käufer eine Rückgabefalle eröffnet hat, dann gab es nur die Möglichkeit, eine volle Summe zurückzuerstatten. In dem Fall ist es so, dass jetzt auch die Teilrückerstattung dazu kommt. Und zwar kann es ja sein, dass der Käufer aufgrund von mangelnder Qualität oder so sich für den Artikel dennoch entscheidet, aber auch eine Teilrückerstattung einfach akzeptiert. So können wir als Verkäufer ihm eine Teilrückerstattung erstatten und dementsprechend das Ganze somit abgeschlossen ist. Aber auch andersrum, wenn wir einen Artikel zurückbekommen und der ist in einem verschlechterten Zustand, als wir den verschickt haben, das heißt, der Artikel wurde gebraucht oder so, dann ist es so, dass wir da auch nur eine Teilrückerstattung veranlassen können an den Käufer oder gar die Rückgabe widerrufen bzw. nicht akzeptieren. So, dann ist es auch so, dass ich da auch schon einige Nachrichten zu Zahlungsstreitfällen bekommen habe. Und zwar ist es so, dass die Käufer die Möglichkeit haben, nun Zahlungsstreitfälle zu stellen. Das heißt, ein Käufer behauptet, er hätte den Artikel nicht bekommen oder der Artikel spricht nicht der Beschreibung. Dann ist es so, dass eBay hier also quasi die Brücke ist zwischen Verkäufer und dem Zahlungsdienstleister, weil der Zahlungsstreitfall wird beim Zahlungsdienstleister im Normalfall gestellt. Und eBay hier das Ganze verwaltet. Und wenn du natürlich Recht bekommst, du hast den Artikel versandt, und dazu mein Tipp natürlich: verschicke nichts, was etwas Höheres vom Preis ist, ohne Sendungsnummer, weil ich habe wöchentlich Zahlungsstreitfälle, die Kunden stellen. Und wenn ich da eine Sendungsnummer zur Verfügung stelle, dann sind die Kunden im Normalfall auch direkt so, dass die sagen, okay, beziehungsweise eBay entscheidet sich in den Fällen für mich.
und ich muss nichts zurückzahlen, beziehungsweise das Geld bleibt bei mir. Sollte jetzt aber ein Zahlungsstreitfall gegen dich entschieden als Verkäufer werden, sondern für den Käufer entschieden werden, dann musst du in erster Linie das Geld zurücküberweisen, beziehungsweise eBay zieht dir das wieder, wie schon angesagt, von deinen Verkaufserlösen ab. Und du musst noch eine Zahlungsstreitfallgebühr, also eine Streitfallgebühr nennt sich das, von 16 € bezahlen. Das ist nicht wenig, kann sich sehr schnell läppern. Deswegen achte darauf, dass du da wirklich deine Beschreibungen bzw. auch deine Sendungen mit Sendungsnummer versiehst. Ja, schauen wir uns weiter an, was uns hier das Ganze nochmal betrifft. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist für die neue Zahlungsabwicklung, kannst du das tun über diesen Link. Alle Informationen wie immer unten in der Beschreibung, schau es dir gerne an. So, dann haben wir zu den Auszahlungen. Also wir sehen hier, wir können uns von Montag bis Freitag das Ganze täglich machen, wir können aber auch wöchentlich das Ganze gestalten und zwar wird das dann am Dienstag erfolgen. Mein Tipp ist, wenn du jetzt nicht auf das Geld angewiesen bist, auf die Verkaufserlöse und eine Woche warten kannst, dann tu das gerne, weil in den meisten Fällen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so ist, ist es so, dass das Geschäftskonto bei der Bank, wo du bist, für jede Buchung eine Gebühr berechnet, das heißt Buchungsgebühren. Und das können 30, das können 35 Cent sein oder noch höher. Und wenn du dir das täglich machst, kann das in einem Monat bei 20 Buchungen in dem Falle schon einige Euros kosten. Deshalb, wenn du nicht auf das Geld angewiesen bist, mach doch ruhig das Ganze wöchentlich und so hast du auf jeden Fall schon mal eine Gebührersparnis. Das nur als kleiner Tipp von mir. Auf jeden Fall wird hier erklärt, wie du das Ganze auch einstellst, die Auszahlungen und so weiter. Zu den Gebühren, wie schon gesagt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Im Grunde genommen berechnet uns hier eBay fix 35 Cent. Das war früher genauso über PayPal. Und dann halt die Verkaufsgebühr wie 11% für die Standardkategorien oder andere Kategorien siehst du auch in dem Gebührenvideo, was ich dir oben einblende in der Infobox. Ja. Im Grunde genommen werden die Gebühren dann auch abgezogen und dann der Restbetrag auf unser Konto überwiesen. Ihre Daten sind sicher. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass die ganzen Informationen und so weiter unsere Daten sicher sind. Und so sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Wir haben hier noch Fragen, Antworten von eBay-Seite. Kannst du dir gerne anschauen. Den Link findest du, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Sollte dir ja das nicht helfen, kannst du gerne auch einen Kommentar hinterlassen mit einer Frage. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen und versuche dir zu helfen. Wenn dir dieses Format der Videos gefällt, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Wenn nicht schon getan, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, wie gesagt, und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Schau dir gerne auch alle meine anderen Videos an und wünsche dir natürlich viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao.